So, da sind wir wieder. Und ich habe zwar jede Menge Kommentare bekommen, auch sehr viele positive, aber nur ein Hinweis darauf, dass wir ein Secret eventuell verpasst haben. Deswegen rase ich jetzt mit Torum-Geschwindigkeit mal wieder zurück. Auch wenn ich nicht weiß, ob das hier richtig ist. Gucken wir mal kurz. Und zwar war das bei den Schnecken. Oh, dann bin ich falsch gelaufen. Da wurde gesagt, da ist eine Halterung für Fackeln und wir haben keine Fackel reingetan. Schauen wir mal. Hier. Also ich sehe nichts anderes als vorher. Den Loincloth hatten wir schon mal. Nee, ich denke mal, die Fackelhalterung, da haben wir die Fackel vorher rausgenommen. Deswegen war die leer. Oder ist hier noch irgendwo eine Fackelhalterung? Mal Licht aus. Nö. Also wer auch immer das gepostet hat, falls ich gerade irgendeine falsche Fackelhalterung benutzt habe, einfach nochmal posten. Oh, was ist hiermit? Höre ich auch nichts. Hier lang gehen, ob irgendwas aufgegangen ist? Nö. Also ja, falls ich da doch jetzt irgendwas übersehen habe, einfach nochmal posten. Jetzt machen wir einfach hier weiter. Und wenn die Folge vorbei ist, könnt ihr halt wieder posten, was ich diesmal alles übersehen habe. Ja, es gab eine recht lange Diskussion darüber, welche Skillung ich jetzt nehmen sollte. Und ich habe mich eigentlich schon entschieden. Also es wird auf keinen Fall eine Magier-Skillung. Denn, wie schon manch anderer angedeutet hat, hätten wir einen echten Mana-Problem ziemlich schnell. Jetzt ist nur noch die Frage zwischen Schwertern und Äxten. Äxte würde sich anbieten, denn wir haben ja schon 5 Punkte drin. Dadurch haben wir quasi ein Level gut. Aber Äxte sind tierisch langsam und es gibt nicht besonders viele gute Äxte. Und vor allem die gute, richtig gute Axt gibt es erst ganz knapp vorm Ende in seiner Todeszelle. Das heißt, man könnte theoretisch auf Schwerter wechseln. Da müsste man zwar bei 0 anfangen, aber es gibt halt die guten Schwerter und die Fähigkeiten sind auch ganz nett bei dem Schwerterbaum. Nämlich wesentlich schneller angreifen. Das kann ich euch gleich mal zeigen, wenn der Pilz hier endlich tot ist. Na, endlich. So. Wo ist der Schwertbaum? Da ist der Schwertbaum. Also, wir bekommen Parieren. Da schon mal 5 ausweichen. Ist zwar nicht viel, aber ist besser als nichts. Und bei 50 doppelte Angriffsgeschwindigkeit mit Schwertern. Und Schwerter sind so schon schneller als Äxte. Im Gegensatz dazu bekommt man mit Äxten 20 mehr Attack Power. Das heißt, man macht mehr Bums. Aber ich denke mal, wenn man einen Skill auf 50 hat, macht man so oder so schon ziemlich viel Schaden. Was spricht denn sonst noch für Äxte? Also wie gesagt, wir haben schon 5 Punkte drin. Wir bekommen 1, 2, 3, 4 mal mehr Stärke. Bei Schwertern bekommen wir 1, 2 mal mehr Stärke, dafür 2 mal mehr Ausweichen. Quatsch, mehr Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, Macht, Zielsicherheit und Ausweichen. Ja, Zielsicherheit könnte wirklich ein Problem werden mit den Äxten. Denn was bringt es uns, wenn wir viel Schaden machen, wenn wir a. zu langsam sind und der Schaden halt dadurch recht selten kommt und b. nicht treffen? Ja. Also bin ich wirklich versucht, auf Schwerter zu gehen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Eventuell schaffen wir in dieser Folge gar nicht mehr das Level ab, was ja auch gar nicht so schlecht wäre. Also, mein neuester Plan ist es, auf Schwerter zu skillen. Und dann Rüstung, weiß ich nicht wirklich. Wir haben ja schon genug Punkte, um die leichte Rüstung zu tragen. Und die leichte Rüstung ist ja eigentlich auch besser als die schwere, wenn ich es richtig sehe. Dann würden wir uns einfach das Lurker-Set zusammensuchen. Und dadurch dann halt mehr Ausweichen bekommen. Weil das Ausweichen ja auch für Zaubersprüche gilt. Und Schutz ist nur für Nahkampfangriffe. Was zwar auch ganz nett ist, aber Ausweichen war halt wesentlich besser.
Das hat man ja im letzten Playthrough gesehen. Also unser Gorn, der hat immer als erster den Löffel abgegeben. Unser Dieb hat fast immer als letztes überlebt. Und zwar mit Abstand. Also ja. Leichte Rüstung, definitiv besser. Auch wenn er nicht diese ganzen netten Boni bekommt, die der Dieb bekommt. Der bekommt ja einmal doppelte Ausweichwertung von dem Cloak, also von dem Umhang. Und allgemein kriegt er noch recht viele Dodge-Boni durch seine Skills. Das hätten wir halt nicht. Aber da muss man mal gucken. Erstmal ist mir nur wichtig, mehr Schaden zu machen. Und es ist doch ein wenig nervig, hier stundenlang auf einem Gegner einzuhauen. Zack. Also wenn wir jetzt eine Axt finden würden, könnten wir die schon mal so oder so benutzen, da wir eh schon 5 Punkte in Äxten haben. Das wäre auf jeden Fall besser, als mit diesem Dolch hier immer wieder zuzupieksen. Haben wir eigentlich sonst irgendwas? Wir haben noch den Wurfdolch und einen Ninja-Stern, aber die machen, glaube ich, wenn man daneben wirft, machen sie schon mal gar keinen Schaden. Und so machen sie 12. Das ist eigentlich ganz okay. Mehr als der Dolch macht. Du kommst auch noch mit. So, das war der letzte Pilz. Nein, war nicht. Na, komm her. Dich killen wir auch noch. Oh, das könnte schon das Level-Up sein. Aber wir müssen ja die Punkte nicht setzen. Dum, dum, dum. 13. Na komm, wo ist der Wurf? Hey, wo ist unser Ninja-Stern geblieben? So, das war schon mal der eine. Ah, ich glaube, den hatten wir da hinten in die Ecke gepfeffert. Ärgerlich. Da ist er. Was, wenn wir dich so werfen? Machst du nur 3 Schaden. Das ist auch komisch. Können wir dich mit Pilzen beschmeißen? Ja, das macht ja Schaden. Hihihi. So, gar nicht mal so schlecht, wenn wir schnell genug klicken würden. Macht das sogar mehr Schaden als der andere mit dem Dolch. Zack, zack. Okay, es dauert mir schon länger, nachher alles wieder aufzusammeln, aber hey. Extra Schadensquelle und so. Zack. Zack. Müsst ihr nicht eigentlich automatisch aufsammeln, die Dinger? Egal. Kommt alles wieder mit. Und es ging definitiv schneller als einfach nur mit dem Dolch. Auch wenn es bestimmt recht komisch aussah. So. Kommt alles mit. Wird alles irgendwo irgendwann mal gelagert. So, und wir sind richtig kurz vorm Level-Up. Aber erstmal schauen wir, was hier sonst noch so ist. Da ist das Auge. Da ist ein ominöser Schalter, der wahrscheinlich die Tür aufmacht. Und unser erstes Heilkraut. Ja, Tor ist auf. Hier scheint nirgendwo irgendwas durch. Und hier haben wir Auge Nummer 2. Ah, ein Secret. Schöne Sache. Ein Dolch. Der macht Angriffskraft 7, Zielsicherheit plus 5. Angriffskraft 5. Jupp, der ist schon mal besser. Der Dolch bleibt hier. Kraut kommt mit. Und noch 2 Gegengiftkräuter. Schön, schön. Dann hoppeln wir mal zurück zu unserem Gesicht und setzen das zweite Auge ein. Auch noch mit. Haben wir sonst irgendwas liegen lassen? Nö. Wow. Das wird jetzt ewig dauern. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Pilz schmeißen anfangen. 0 Schaden. 0 Schaden. Ja, der ist immun gegen Pilze. Wir könnten ihn zur Schneckenfalle locken, aber dann kriegt er Fallschaden, stirbt eventuell dran und wir kriegen gar keine Erfahrungspunkte. Das wäre doof. Na, dann müssen wir uns einfach einen langen Kampf vorbereiten und von hinten treffen wir auch nicht besser. Also ja, ein Dieb hat die Backstep-Fähigkeit, aber das wollte ich gar nicht. Ich habe einfach nur gehofft, dass wenn man ihn von hinten angreift, dass man dann eine bessere Trefferchance hat oder geringfügig mehr Schaden macht. Aber wirklich sehen tue ich das nicht.
von der Seite gerade 6, von der Seite 9. Nö. Hey, das ging ja schneller als gedacht. Und wir haben einen Speer. Was hast du für Stats? Angriffskraft 10, Geschwindigkeit 10. Der ist doppelt so schnell und trifft besser. Das Schild könnten wir eigentlich gebrauchen, aber dann ist es zappenduster. Hm. Gut, nehmen wir erstmal mit. Können wir eventuell später benutzen, wenn wir das Buch finden, das Spellcraft erhöht. Wenn wir das Buch dann einfach so benutzen können. So, jetzt haben wir 4 Punkte. Ja, ich behalte die Punkte erstmal. Also wie gesagt, mein Plan ist es, Schwerter zu erhöhen. Wenn ihr da irgendetwas findet, was dagegen sprechen würde, dann sagt es bitte in den Kommentaren dieser Folge. So, Türen aus Eisen. Große Belohnungen können hinter ihnen gefunden werden. Um Zugang zu bekommen, schaut euch nach kleinen Details um und gebraucht euren Verstand. Ja, das kennen wir ja schon. Fackel weg. Knopf drücken. Was hat der Knopf jetzt gemacht? Anscheinend gar nichts. Drücken wir ihn jetzt noch ein drittes Mal, damit er gedrückt bleibt. Gehen kurz zurück, schauen, ob hier irgendwo was aufgegangen ist. Oh, und die Steine will ich mitnehmen. Ich glaube immer noch, dass es irgendwo ein Secret gibt, wo man die beiden Steine hier braucht. Und den einen Stein, den man in den Mund stecken kann. Hm. Wo ist die Fackel? Da ist die Fackel. Sieh dich nach Details um und gebrauch deinen Verstand. Den Knopf haben wir eine ungerade Zahl gedrückt. Die Fackel haben wir auch rein und raus gemacht. Hier ist nirgendwo ein Schlüsselloch. Was sagst denn du? Wir haben jetzt schon keinen Platz mehr. Du sagst Kristall des Lebens. Drücken, um Lebenspunkte und Leben zu regenerieren. Und du bist eine Giftwolke. Den Spruch kennen wir auch schon, aber als Ranger-Klasse brauchen wir wohl einen Stab zum Zaubern, denn mit bloßen Händen kommt kein Zaubermenü. Also, lassen wir hier mal Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Wir brauchen nicht unbedingt den Speer, wir brauchen nicht den Dolch. Die Steine brauchen wir schon, wir brauchen nicht so viel schweres Schneckenfleisch. Der Rest kann erstmal mit. So, ich will aber doch schon wissen, wie man diese Eisentür hier aufkriegt. Also, wir haben den Knopf da gedrückt. Jetzt eine gerade Anzahl, das heißt, wir haben ihn eigentlich nicht gedrückt. Trotzdem passiert hier nichts. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir die Tür ganz am Anfang, also im ersten Run, geöffnet haben. Nehmen wir unsere Fackel weg. Nirgendwo scheint irgendwas. Hm, also das war der eine geheime Schalter. Dann gab es noch so einen breiten. Gab es noch einen dritten? Tun wir hier mal was wieder rein. Da wieder was rein. Hier ist nirgendwo was zum Drücken. Nirgendwo was zum Drücken. Nirgendwo was zum Drücken. Hm. Also ja, die Folge ist eh gleich um. Bleiben wir hier vor der Tür mal stehen. Und ihr könnt mir dann sagen, wie ich diese Tür aufbekomme. Und ob ich halt irgendetwas anders skillen sollte als Schwerter. Also mein Plan ist es einfach, alle Punkte in Schwerter zu setzen. Damit wir gute Waffen bekommen, schnell angreifen können. Und das war's dann eigentlich auch schon. Jo, speichern wir ab. Unter T2. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bye, bye.